Hallo Slotblock-Freunde, in diesem Video wird mal wieder komplett durchgebastelt. Was haben wir vor? Wir wollen zusammen ein neues Slotblock-Community-Tuning-Kit aufbauen und zwar mit Moosgummireifen. Das war ein Wunsch von euch, der an mich herangetragen wurde und ich würde sagen, wir packen es gemeinsam an, bauen mal ein erstes Setup ins Auto ein. In diesem Video, im nächsten Video geht es dann zu den ersten Testfahrten und wir optimieren das einfach gemeinsam über die Kommentarfunktion bzw. per Mail. Ich war ja im Vorfeld schon mit einigen hier in Kontakt. Da vielleicht noch wichtig eine Vorgeschichte wegen den Moosgummireifen. Es gibt ja von Scale Auto fertig verklebte Moosgummireifen, die haben außen 27,5 mm im Durchmesser. Die fahren schon einige, aber für viele ist dieser Radius oder der Durchmesser vom Rad zu klein für den Tourenwagen. Wir schauen mal nach, was er im Original dann hat und deswegen haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ich habe mich für was anderes entschieden, nicht für das Fertiggrad. Wir bauen uns die Moosgummiräder selber und können dann auf unseren gewünschten Durchmesser runterschleifen. Nachteil hier natürlich ist, ich brauche jetzt für dieses Setup, das wir aufbauen, unbedingt die Schleifmaschine für die Reifen. Jetzt gehen wir grob durch, was ich hier liegen habe, was ich heute vorhabe einzubauen. Fangen wir mal mit den Felgen an. Ich habe mich für die Flachfelgen von Slot Devil entschieden. Die gibt es für hinten und vorne im BBS-Design. Das heißt, ich spare mir das Raussuchen von einem Felgeneinsatz. Und auf diese Felgen können wir dann die Moosgummireifen aufziehen. Die Felgen haben außen 21 mm Außendurchmesser. Jetzt brauchen wir passende Reifen dazu und für den ersten Test nehmen wir jetzt mal von Sigma Moosgummireifen. Die hier nennen sich Black Magic, haben einen Außendurchmesser von 30 mm und innen von 20,5. Also die passen auf die 21er Felge wunderbar drauf. Wir haben 0,5 mm, sind die kleiner. Das sorgt dann dafür, dass die sauber aufliegen, aber wir verkleben die Reifen natürlich trotzdem. Vorne sind auch von Sigma Moosgummireifen, die sind bockelhart, steinhart, klingt fast wie Plastik, wenn man es hier auf den Tisch haut. Die haben auch 30 mm außen im Durchmesser und innen 20,5. Somit werden hier unsere Räder versorgt. Dann müssen wir ja die Räder irgendwo montieren, nämlich auf Achsen. Hier habe ich Stahlachsen. Längen müssen wir dann schauen, was wir hier brauchen. Da wird es ein bisschen anders sein als bei vielen anderen Felgen. Wir haben bei den Vorderradfelgen, da liegt der Flansch außen, aber bei den Hinterradfelgen, da liegt der Flansch innen. Das heißt, wir müssen nachher mit unserem Innensechskant durch den Reifen durch. Da brauchen wir ein kleines Loch drin, ist aber nichts Besonderes. Das ist gang und gäbe im Slot-Racing-Bereich. Dann Vorderachse lagern wir im Vorderachsträger Typ Nummer 2 von Frankenslot. Hinten nehmen wir unseren schönen Getriebekasten ohne Federung. Hat den Vorteil, ich brauche mich um das Spiel zwischen dem Motorritzel, das wir tauschen müssen, und dem Spurzahnrad auf der Achse muss ich mich nicht kümmern, weil das hier alles schön fixiert ist und ich gar keine Einstellmöglichkeit habe. Dann habe ich noch Kugellager hier liegen, die wir einsetzen in die Achsträger und dann braucht man natürlich noch ein paar Distanzen, um die Spurbreite vorne und hinten dann richtig einzustellen. So, vom Werkzeug her, wir müssen jetzt gleich mal messen. Dann brauchen wir Innensechskantschlüssel für die Madenschrauben am Spurzahnrad und in den Felgen. Fettöl natürlich, einen Kreuzschraubenzieher, um die Karosserie runterzubringen und noch ein Abzieh- und Aufpresswerkzeug, um das Ritzel dann am Motor zu tauschen. Das Originalritzel kommt runter und hier habe ich von Frankenslot das Ritzel mit den 10 Zähnen, damit wir 10,50 beibehalten. Das ist die Übersetzung, die auch hier im Originallieferzustand verbaut ist. Ich habe das Auto aufgeschraubt. Wir gehen mit unserer Schiebelehre an den Reifen ran und schauen mal, wo es so gerade noch so durchpasst. Und dann messen wir mal, wie groß der Reifen ist. Im Außendurchmesser habe ich jetzt eine 29,5. Also wir können dann gar nicht so viel runterschleifen, wenn wir jetzt von diesem Maß ausgehen. Hier haben wir 30 mm außen, 29,5 hat der. Jetzt ist aber so, dass der Originalreifen natürlich diese hohen Kanten hat. Also wir können da schon um einiges runter. Aber man sieht auch hier, wie der Gedanken zum Scale-Auto-Rad mit 27,5 außen, das ist schon wesentlich kleiner. Deswegen bauen wir uns jetzt die Räder eben selber. Messen wir vorne noch, da habe ich 28 mm vorne. Müssen wir dann schauen, wo wir hinschleifen. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, mit diesem Blättchen, das hier mitgeliefert wird beim Vorderachsträger, die Bodenfreiheit hier noch ein bisschen zu beeinflussen. Schauen wir erstmal, ich würde sagen, wir schleifen nachher nur minimal an, damit wir einen ordentlichen Rundlauf haben und gehen dann mal zum Nachvermessen auf die Einrichtplatte. Aber genug geredet, jetzt wird es Zeit für die richtige Praxis, ab in die Detailaufnahmen.
Fangen wir an, wir schauen uns die Hinterradfelge an. Also BBS-Design, Flachfelge, hier ist das Loch, um dann später mit dem Innensechskant auf unseren Gewindestift zu kommen. Die erste Überlegung, die wir jetzt machen, betrifft aber diesen Flansch hier. Den Flansch kann ich nutzen, indem ich den Reifen von hier aufschiebe bis zum Flansch und bin dann bündig. Ich habe das hier mal gemacht, ohne zu verkleben, aber in der Praxis ist es wirklich schwierig, dass man diese Flanke so gerade hinbekommt, dass die später auch gerade läuft. Man kann das jetzt so machen, wäre das Einfachste, was man aber auch machen kann. Wir entfernen den Flansch und haben dann eine komplette Flachfelge. Wird an Optik eine Einbuße hier bringen, ist vielleicht auch mit der Felge jetzt nicht sonderlich empfehlenswert, diesen Flansch wegzunehmen, weil dann dieser ganze Rand fehlt. Von dem her empfehle ich jetzt mal bei der Felge den Flansch dran zu lassen und wir müssen darauf achten, dass wir den Reifen so möglichst gerade auf die Felge schieben, damit wir hier keinen Schlag im Reifen haben und der Reifen dann eiert. Wir können zwar immer noch nachschleifen dann mit der Feile, aber trotzdem darauf achten, dass es bündig ist und dass der Reifen nicht oben auf dem Flansch drauf ist. Sonst haben wir hier gleich, man sieht es vielleicht auch leicht, hier ist es schon passiert, hier ist etwas höher. Das heißt, ich habe den Reifen schon zu weit am Flansch dran. Also ich muss ein bisschen zurück, damit es möglichst hier schon gerade ist. Wobei es hier auch täuscht, weil der Reifen hinten hat ja gar keine Berührung mehr zur Felge. Also man wird immer den Eindruck haben, dass die Seite dann niedriger ist, weil die Felge eben nicht dagegen drückt. Und wir erinnern uns, wir haben einen halben Millimeter weniger Innendurchmesser als Felgenaußendurchmesser. Wenn ihr doch den Flansch wegnehmen wollt, funktioniert es so, rein in die Reifenschleifmaschine mit der Felge und dann mit der Feile hier drauf, bis eben die Felge plan ist und der Flansch entfernt ist. Ich habe mir jetzt doch entschlossen, das zu machen. Es ist sehr laut, deswegen zeige ich es jetzt nicht vor der Kamera, also ich schleife den jetzt ab, zeige es euch danach. Und was ich auch mache, mit Aceton entfette ich die Felge und gehe dann mit dem Schmirgelpapier hier mal drüber, um die Oberfläche anzurauen, damit dann die Verklebung besser hält. Also ich zeige es euch doch, die Felge ist ziemlich leise. Ich gehe hier mit einer Schlüsselfeile gegen die Drehrichtung. Also Drehrichtung ist zu mir, ist so rum. Und mit der Feile gehe ich dagegen und nehme das ab. Es gibt Felgen, die kreischen hier. Da gibt es auch einen Trick, einfach ein Taschentuch, Tempo hier in die Felge rein. Dann ist es auch ruhig. Aber es geht ganz gut. Ich mache es jetzt mal, bis die plan ist mit beiden Felgen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So sieht das Ergebnis aus. Entfettet, aufgeraut und Flansch entfernt. Hier noch die unbehandelte Felge, aber warum habe ich das Ganze jetzt eigentlich gemacht? Wenn wir uns anschauen, wie breit der Reifen ist, dann habe ich nach links und rechts eigentlich die Möglichkeit, locker den Reifen drüber rausschauen zu lassen. Also hier jetzt, so werde ich nachher verkleben, dass ich außen und innen was überstehen habe. Warum? Weil dann kann ich mit der Feile oder beziehungsweise durch Abstechen des Reifens ganz gerade die Flanken des Reifens hinbekommen. Und so vermeide ich dann einen Seitenschlag. Gleiche Überlegung für die Vorderräder. Ich nehme auch hier den Flansch weg. Dann kann ich meinen Reifen auch schön aufsetzen, dass links und rechts was überlappt. Und ich kümmere mich dann im Nachgang um alle vier Räder und schleife die Flanken mit der Feile weg. Bevor es jetzt zum Verkleben geht, schauen wir uns die Reifen nochmal an. Da sehen wir innen Fusseln von der Fertigung oder von der Trennung bzw. vom Ausschneiden des Innenteils. Hier kann man mit dem Schmirgelpapier mal ein bisschen reingehen mit dem Finger und die Fusseln rausnehmen, dass die dann nicht stören beim Verkleben. Und dann auch vielleicht mit Waschbenzin und Lappen innen mal reinigen, damit hier auch alles sauber ist und beim Verkleben dann besser hält. Welchen Kleber nehmen wir jetzt am besten, um Moosgummi auf Alu zu kleben? Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Ich nehme diesen schwarzen Reifenkleber, den wir für die PU-Reifen auch verwenden. Den werde ich mal testen, wie der Moosgummireifen damit hält. Hier hat natürlich jeder sein eigenes Zaubermittel. Da gehen die Meinungen weit auch auseinander. An der Stelle die Bitte, schreibt einfach euren Kleber mal in die Kommentare rein, dass wir hier einen Austausch haben, was ihr verwendet und wo ihr gute Erfahrungen habt. So sehen die fertig verklebten Reifen jetzt aus. Hier ist genug Abstand, da kann ich dann schön außen die Flanke wegschleifen. Innen auch, da ist auch genug Material, um dann eine saubere Flanke, die gerade läuft, hinzubekommen. Zum Verkleben selber, das habe ich jetzt nicht gezeigt, gibt verschiedenste Methoden. Ich habe jetzt hier mal die einfache verwendet, habe die Felge mit Kleber eingeschmiert, Reifen drüber, überschüssigen Kleber abgetragen, soweit es geht. Ein bisschen was hängt immer in den Speichen hier, kann man danach noch wegkratzen. Wir müssen nachher bestimmt noch nachverkleben. Das machen wir dann, wenn die Flanken und die Breite richtig hingeschliffen ist. Jetzt lassen wir austrocknen und dann geht's in die Reifenschleifmaschine.
Unser erstes Hinterrad ist fertig. Hier ist es und ihr seht auch gleich, dass ich meinen Innensechskant durch den Moosgummi durchgedrückt habe. Man kann hier mit einem kleinen Handbohrer durchgehen, man kann aber auch direkt mit dem Innensechskantschlüssel durch den Moosgummi durchdrücken. Wenn ich jetzt hier rausziehe, sieht man von dem Loch eigentlich fast gar nichts. Also es stört überhaupt nicht beim Fahren. Ganz normal, solche Löcher im Reifen zu haben. Wir schauen uns mal im Vergleich noch an. Hier der verklebte Rohling. Ich habe den Reifen bündig gemacht und ich habe ihn ganz leicht an die Schleifwalze mal rangefahren, damit ich einen perfekten Rundlauf habe. Ich erkläre euch, wie ich zu dem Reifen gekommen bin. Hier jetzt unser ungeschliffener Rohling. Da habe ich als erstes mal die Seiten abgestochen, nennt sich das Ganze. Ihr seht, dass ich in mehreren Schritten vorgegangen bin. Lieber immer zu wenig erstmal abschneiden als zu viel. Wie habe ich es gemacht? Ich habe ein Skalpell genommen und wichtig ist jetzt die Drehrichtung der Reifenschleifmaschine. Also achtet darauf, dass das Rad sich von euch wegdreht, wenn ihr jetzt so zum Beispiel reinschneidet und nicht, dass das Rad in die Richtung kommt und ihr geht dann mit der Spitze hin. Hier ist die Verletzungsgefahr einfach sehr groß. Die Drehrichtung kann man durch die Polung der Reifenschleifmaschine jederzeit umdrehen. Also ich habe mir die Drehrichtung eingestellt, bin dann mit dem Skalpell hier hin und habe mir diese Ringe abgestochen. Nicht ganz bis zur Felge, sondern dass noch ein Stück drauf ist. Bündig mit der Felge habe ich den Reifen dann am Schluss nach dem Abstechen mit der Feile gemacht. Hier ist ein grobes Schmirgelpapier drauf, glaube ein 400er. Und die Feile lege ich oben dann auf die Maschine an. Deswegen auch hier schon die Abnutzungsspuren. Damit kann man gerade die Feile halten und die Flanke schön bearbeiten. Wichtig ist, dass man hier nicht zu lange und zu fest schleift. Der Reifen fängt das Rauchen an, wenn er heiß wird. Also immer nur kurz hingehen, braucht man ein bisschen Geduld, bis man dann endlich bündig ist mit der Felge. Dann das Ganze auf der anderen Seite und nachdem dann der Reifen bündig war mit der Felge, bin ich kurz an die Schleifwalze hier rangefahren, damit ich die Oberfläche ganz leicht berühre. Dieser Zustand ist jetzt in diesem Reifen. Und den Reifen vergleichen wir jetzt mal mit unserem Originalrad und da sehen wir, dass wir schon ordentlich mehr Durchmesser haben. Angegeben ist der Reifen ja mit 30 mm außen, aber man sieht hier, es ist mehr. Kommt natürlich durchs Aufziehen auf die Felge, da ist ja ein halber Millimeter Unterschied gewesen. Sieht man hier, also wir haben jetzt doch genug Material, um runterzuschleifen, um auf den Durchmesser vom Originalrad zu kommen. Für den Vorderreifen gilt das Gleiche, da muss ich jetzt noch mal ran an die Maschine und dann sehen wir uns gleich mit 4 geschliffenen Reifen. Es ist geschafft, die 4 Räder stehen vor uns. Ich habe jetzt noch nicht geschliffen die Außen- und Innenkante an den Hinterrädern. Hier gehen wir mal absichtlich im nächsten Video dann mit einem extrem kantigen Reifen auf die Bahn, auf die Carrera-Bahn und vom Durchmesser her bin ich etwas noch größer als das Originalrad. Somit haben wir noch Möglichkeiten, dann später den Reifen weiter zu bearbeiten. Vorne habe ich nur die Kanten leicht gebrochen. Ansonsten bündig links und rechts und ja, alles kein Hexenwerk. Es geht jetzt weiter mit dem Einbauen der Achsen. Das habe ich schon oft gezeigt. Ich gehe jetzt in diesem Video nicht nochmal detailliert drauf ein, aber ich zeige im zusammengebauten Zustand dann nochmal die wichtigsten Punkte. So, fertig geschraubt. Schauen wir uns das Ergebnis an, gehen wir von vorne nach hinten durch. Verbaut der Vorderachsträger Typ 2 von Frankenslot. Ich habe hier eingesetzt diese Unterlegplatte, um vorne etwas tiefer zu kommen. Hat jetzt den Vor- oder Nachteil, dass die Räder fast frei drehen können auf der Einrichtplatte. Wenn dann die Leiter kommen von der Carrera-Schiene, kann sein, dass ich hier gar keine Berührung mehr habe. Schauen wir dann beim Tracktest mal an. Möglichkeit wäre natürlich, die Räder etwas größer zu machen. Aber wir werden dann sehen, dass wir kaum Platz haben in der Karosserie. Beziehungsweise wir können es gleich mal anschauen. Ich muss hier schon nach innen, weil der Platz nicht ausreicht hier. Also wenn ich das Rad größer mache, hätte ich besser den Bodenkontakt, bin aber dann oben in der Karosserie dran. Also das ist genau jetzt am Limit, dieses Setup hier vorne. Wir werden einfach sehen, wie es funktioniert. Dann seht ihr hier den Decoder, alles im Originalzustand. Magnetwanne draußen, das ist natürlich Vor- und Nachteil gleichzeitig, wenn man diesen Getriebekasten einsetzt. Der hat keinen Magnetniederhalter mehr vorne und somit ist das ganze Teil hier überflüssig. Man kann die Magnetwanne natürlich jetzt noch einkleben und dann vielleicht auch mit Trimgewichten befüllen. Trimgewicht ist das nächste Stichwort. Wir sehen hier 5 Gramm, hier 5 Gramm und
unterm Decoder hier vorne auch nochmal 5 Gramm. Das sind die Gewichte, die wir beim letzten Test mit den Originalreifen und dem DTM-Fahrzeug auf der Holzbahn ausprobiert haben. Die lassen wir jetzt einfach mal drin. Die kleben ja schon und die können wir dann später aber auch nochmal raustun und schauen, wie es ohne ist. Dann Getriebekasten ohne Federung verbaut, einfach mit den Karosserieschrauben. Hier braucht man die kürzeren, die langen sind dann zu lang, wenn ich die ganzen Zusatzteile nicht mehr einsetze. Auf der Getriebeseite sehen wir hier das Franken-Slot-Ritzel. Das Original ist ausgetauscht, das verträgt sich nicht mit dem Slot-Devil-Zahnrad, Spurzahnrad, das ich hier montiert habe. Dann sehen wir auf der anderen Seite in schwarz eine Distanzhülse. Die habe ich eingebaut, damit ich auf die Spurbreite komme, die die Originalachse auch hat, beziehungsweise die die Karosserie zulässt. Also zur Kontrolle, wenn ich die Originalachse draufsetze, ich bin genau in der Spurbreite. Ansonsten nichts verändert. Wir lassen es so. Ich fahre auch den Originalleitkehl, wir lassen die Schleifer drauf. Soweit alles gut. Wir bauen mal zusammen und schauen uns das Auto noch von der Seite an. So sieht der Ist-Zustand aus. Ich finde es optisch jetzt noch nicht so berauschend, weil hinten das Rad noch wirkt wie bei einem Traktor. Wir sind auch fast dran an der Karosserie. Also mehr geht nicht mehr, aber ich möchte es einfach mal ausprobieren, mit so einem riesigen Reifen zu fahren, weil runterschleifen können wir, hinschleifen können wir nichts. Also auch die Kante ist jetzt im Originalzustand absolut eckig. Da möchte ich auch dann mal zeigen, was so eine eckige Kante dann bewirkt. Vorne sieht es eigentlich ganz gut aus. Was hier auffällt ist, wir können noch ein Stück nach außen, fast ja, einen halben Millimeter auf jeden Fall mit den Achsdistanzen und wir sind dann immer noch versteckt bzw. bündig mit dem Radkasten. Das können wir aber alles dann im Tracktest ausprobieren. Kontrollieren wir auch die andere Seite, sollte eigentlich identisch sein, aber irgendwie sehen wir, dass hier was anders ist. Hier berührt der Reifen uns am Radkasten, heißt irgendwie ist alles nicht so symmetrisch, wie es sein sollte. Die Karosserie ist verschraubt, die Schrauben sind auch nicht extrem fest jetzt angezogen, aber wir sehen, dass wir hier ein Problem haben. So können wir gar nicht zum Tracktest, wir müssen den Reifen noch etwas kleiner machen. Das werde ich jetzt noch machen und dann ist die Maßnahme für heute abgeschlossen. Nach gefühlten stundenlangen Reifenschleifen steht er jetzt vor uns, unser Audi. Was ich jetzt noch machen muss, ist, ich kontrolliere einmal noch die Verklebung. Also ich nehme die Achse dann mit den Reifen, ziehe mal an der Flanke, ob der Reifen auch fest ist. Ist er nicht fest, klebe ich da noch mal nach, weil das war jetzt keine richtig gute Verklebung, sondern einfach praktisch und schnell. Wie verklebe ich nach? Ich spanne das in einen Schraubstock rein, gehe an der Seite hin, nehme die Flanke zur Seite und mit dem Zahnstocher kommt dann der schwarze Sekundenkleber noch rein und ich lasse einfach dann nochmal neu austrocknen. Das ist das, was ich noch mache und was mich wirklich sehr verwundert, ihr habt es gerade auch gesehen, dass die Räder, die sind ja identisch geschliffen. Ich habe an der Reifenschleifmaschine einen Anschlag, somit müssen beide Räder identischen Durchmesser haben. Kann man natürlich noch nachmessen. Trotzdem, wenn ich die aufsetze, auch von der Spurbreite her passt alles, ist trotzdem so, dass auf einer Seite so gerade noch das Rad freidreht und auf der anderen Seite nicht. Die Ursache ist aber irgendwie nicht zu entdecken. Also vielleicht ist die Karosserie in sich schief oder das Fahrwerk steht schief. Das könnte man natürlich auch noch messen und wieder richten, ausprobieren. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video mit dem Audi auf der Vereinsbahn, Carrera-Bahn, Plastikschiene. Und bis dahin viel Spaß beim Slot-Racing, viel Spaß beim Basteln und bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss!